Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie im Namen der 4. Klasse Frankenfels herzlich zu unserer Abschlussfeier. Ganz besondere Willkommensgrüße gehen an Herrn Vizebürgermeister Christoph Eggelsreiter, unsere Direktorin Renate Eggelsreiter, unsere Volksschullehrerin Henrike Strasser, unseren ehemaligen NMS-Direktor Reinhard Wilhelm, alle Lehrpersonen, Schulwarte und alle ehemaligen Lehrer. Vielen Dank für Ihr Kommen. Nach 4 ganzen Jahren stehen wir hier und feiern unseren Mittelschulabschluss. So sind meine Co-Moderatorin Christina Dora und ich, Sandra Rathgold, sehr stolz darauf, Sie heute durch unser Programm führen zu dürfen. In den letzten 4 Jahren haben wir sehr viel erreicht und geschafft. Besonders im letzten Jahr standen wir vor großen Herausforderungen und versuchten trotz des Coronavirus das Beste aus unserer Schulzeit zu machen. Trotz der Pandemie sind wir ganz oben angelangt und sind so hoch wie noch nie. Erstaunlich, wie schnell die Schulzeit vergangen ist, wenn man bedenkt, dass das alles hier 2013 erst begonnen hat. Das waren noch die einfachen Zeiten, wo alles lustig und unterhaltsam war. Doch an die Zeit erinnern wir uns gerne zurück. Ich denke, das tun Sie auch.
um Ihnen zu zeigen, was in den letzten Jahren geschehen ist, hat der Elternverein eine PowerPoint mit vielen Erinnerungen vorbereitet, wofür wir wirklich sehr dankbar sind. Also sagen wir, Film ab! Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's sein Rhythmus, als gäb's ein Lied, was mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht. Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes Mal. Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns den altbekannten Weg. Leaving to find my soul, told her I had to go, and I know.
Talk about them and fulfill
knew you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take. Mit eurem Tages.
wie wir sind, haben wir in den letzten Jahren natürlich jeden Tag gelernt, mitgearbeitet, wiederholt, den Stoff genauestens analysiert und uns gemerkt. Somit wollen wir jetzt unsere Lehrerinnen und Lehrer mit einem Test, den wir erstellt haben, abprüfen und damit ihr Wissen, welches sie über die Jahre gesammelt haben, testen. Deshalb bitten wir nun Herrn Fachlehrer Gedel, Herrn Fachlehrer Leitner, Herrn Gotzmann, Herrn Steindl, Frau Wurzenberger und Frau Unger auf die Bühne. Danach stellen wir Fragen und das Team, welches die Antwort weiß, drückt auf den Buzzer. Natürlich gibt es fürs Gewinnerteam einen Preis. Die erste Frage ist, ab wann unsere Schule in Frankenfels eigenständig wurde? Die Hauptschule. Geschätzt 1983. Was ist die genaue Adresse der Schule Frankenfels? 13 Frankenfels, Mark 13. Wie viele Schülerinnen und Schüler besuchen im Moment die Volks- und Mittelschule in Frankenfels? 211 oder 120? Wie oft hat unsere Klasse den goldenen Besen gewonnen? Zweimal. Wer war der erste Direktor in der Schule? Franz Stöckel oder Herr Wilhelm? Wann wurde die Hauptschule zur neuen Mittelschule? Mai 2008 oder Juli 2010? Im Mai 2008. Wie lange hat der Umbau der NMS gedauert? Der war von Anfang des, im Frühjahr 2006 und aus war das Ganze im Frühjahr 2008. 2 Jahre. Monate.
18 Monate. Welche Klassenmitglieder haben die Nachmittagsbetreuung besucht? Zwei Personen. Christopher Neubauer und die Nadine. Welche Klassenmitglieder spielen ein Instrument? Auch wieder zwei. Christina und die Annika. Wie viele Lehrer und Lehrerinnen sind in der Mittelschule angestellt? Rund 15. Schon knapp. Gewonnen hat der Herr Leitner und der Herr Gedel. Klasse besonders musikalische Talente. Das wollen wir Ihnen nicht vorenthalten und deswegen werden Ihnen unsere zwei Klassenkameraden Jeremy und Benny Grace von Gishum ein Stück am Klavier mit Begleitung am Schlagzeug vorspielen. Thank you.
Benny und Jeremy für diese tolle Darbietung. Eine Leibspeise vieler Menschen ist die Leberkassemmel. So gibt es auch in unserer Schule viele Liebhaber dieser Jause. Ein riesiger Fan ist unser Herr Fachlehrer Steindl, der uns mit seinen Weisheiten über die Leberkassemmel oft belehrte. Darum hat diese auch einen Platz in unserer Abschlussfeier gefunden. Viel Spaß mit der folgenden Darbietung. Haben, gab es dennoch Zeiten, in denen wir faul waren. Annika Hofecker und Nadine van Gruber möchten Ihnen eine dieser Szenen nun präsentieren. Hermann! Ja, was machst du da? Nix. Wieso nix? Ich mach nix. Gar nix? Nein, ich sitz da. Du sitzt da? Ja. Aber irgendwas machst du doch. Momentan nicht. Du könntest doch einmal spazieren gehen. Schaden wird's auf alle Fälle nicht. Ich hol dir deinen Mantel. Nein, brauchst nicht. Aber es ist kalt ohne Mantel. Ich geh ja nicht spazieren. Aber gerade wolltest du ja noch. Ich wollte nicht spazieren gehen. Du wolltest, dass ich spazieren gehe. Ist mir doch egal, ob du spazieren gehst. Gut. Also, was willst du denn jetzt? Ich möchte halt einfach nur da sitzen. Du kannst dann ja wahnsinnig machen. Ach. Zuerst will ich spazieren gehen, dann wieder nicht. Dann soll ich da den Mantel holen, dann wieder nicht. Was denn jetzt? Ich möchte halt einfach nur da sitzen und mich entspannen. Wenn du wirklich entspannen wollen würdest, dann würdest du nicht dauernd auf mich einreden. Ich bin ja schon stark. Jetzt hast du einmal Zeit, irgendwas zu machen, was dir Spaß macht. Ja. Lest doch einmal was. Nein, jetzt gerade nicht. Hol dir die Zeitung. Nein. Soll ich sie da holen? Nein. Soll sie daher nur bedienen lassen, was? Nein, wirklich nicht.
Ich renne den ganzen Tag hin und her. Du konntest doch einmal aufstehen und dir die depperte Zeitung holen. Hermann! Bist du taub? Nein. Du tust eben nicht, was dir Spaß macht. Stattdessen sitzt du einfach nur da. Ich sitze da, weil es mir Spaß macht. Sei doch nicht gleich so aggressiv. Ich bin doch gar nicht aggressiv. Und warum schreist du mich dann so an? Ich schrei dich doch gar nicht an. Ein Mensch, der uns über all die Jahre begleitet hat, waren Sie, sehr geehrter Herr Fachlehrer Gedel. Wir möchten uns bei Ihnen bedanken, dass Sie uns immer unterstützt haben und an unsere inneren Werte geglaubt haben. Darum widmen wir Ihnen nun ein ganz besonderes Lied. Abschlussklasse seid und das ist ein Abschlussfest. Das bedeutet, ihr werdet uns verlassen in nicht allzu ferner Zeit. Tut ein bisschen weh, wenn man sich trennt von irgendwem, irgendwas, aber es ist auch, glaube ich, eine Freude dabei, dass ihr was geschafft habt. Und es haben alle geschafft, kann ich schon sagen. Alle haben die Schule abgeschlossen, positiv abgeschlossen. Gratulation. Und ihr werdet auch eine Vorfreude darauf haben, was auf euch zukommt. Neue Freunde, neue Lehrer, eine neue Schule. Ganz spannende Sachen. Genau. Ich wünsche euch dafür alles, alles Gute auf euren weiteren Lebensweg, für eure Zukunft. Ich möchte euch aber nicht nur gratulieren für diese tolle Performance, sondern auch für die Performance in der Schule. Vier von euch haben nämlich lauter sehr gut. Und die möchte ich jetzt auf die Bühne bitten, weil ich finde, das ist ein Applaus wert. Christina, ja, Sandra, Raphael und die Annika, wisst ihr? Thank you.
unseren ehemaligen Direktor möchten wir um ein paar Worte bitten. Sehr geehrte Frau Direktor, sehr geehrter Vizebürgermeister mit den Aufgaben des Bürgermeisters derzeit, sehr geehrte Frau Duda von Elternverein, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Mittelschule und von der Volksschule, sehr geehrte Eltern und der anderen Familienangehörigen und vor allem sehr geehrte liebe vierte Klasse, die uns jetzt bald verlassen wird, und zwar morgen. Ich danke sehr herzlich für die Einladung, die Frau Dora im Auftrag von der Christine an mich überbracht hat. Gleich eingangs von meinen kurzen Worten möchte ich euch einen schönen Gruß von der Frau Bonter, von eurer Native Speakerin, die ihr 2,5 Jahre gehabt hat, ausrichten. Sie hat Nachwuchs bekommen und kann nicht da sein. Das heißt, sie hat einen Hund, ja, der hat für Nachwuchs gesorgt. Und sie muss für junge Hunde, die Havaneser, sie muss eine kleine Herde Havaneser betreuen, bevor sie an glückliche Empfänger, die sich über den Hund freuen, gehen. Also herzlichen Gruß, sie kann sich gut an euch erinnern, sie hat es genossen und sie wünscht euch für die Zukunft alles Gute. Jetzt muss ich aber einen kleinen Schulzettel herausnehmen, denn ich habe in mühevoller Arbeit den Herrn Gebel angerufen zur nächtlichen Stunde und wir haben einige Informationen geliefert. Die Frau Direktor hat schon vorweggenommen, dass es einige ausgezeichnete Erfolge gibt. Ich möchte euch sehr herzlich zu den Leistungen gratulieren. Besonders in den Corona 1, in der dritten Klasse und jetzt in diesem Corona-Jahr habt ihr sehr gute Leistungen erbracht. Die spiegeln sich nicht in allen Gegenständen im Zeugnis wider, sondern den Gegenstand Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit, Bemühen, immer dranbleiben, den gibt es leider in den Zeugnissen nicht, aber Corona hat das euch abverlangt und dafür gebührt euch eigentlich ein Zusatz zum Zeugnis noch einmal ein sehr gut. Der Herr Gebel hat gesagt, morgen wird es schöne Zeugnisse regnen und ich kenne auch schon eure zukünftigen Schulen und Berufswege. Viele von euch werden gleich in den Beruf starten, nach einem Jahr an der Polytechnischen Schule. Andere gehen in das Burg oder in die HLW oder in HTL. Wurscht, wo er hingeht, St. Antoner haben einen da, Fuchenstubner ist der mal kleiner in der Klasse, Schwarzenbach und Frankenfelser haben es immer geschafft, dass es ihnen was wird und es wird auch heute so sein. Nehmt euch ein Beispiel, zum Beispiel an diesem Herrn, an dem Herrn Eggisretter, der ist der jüngste Bürgermeister derzeit im Dienst im ganzen Bezirk St. Pölten. Jetzt bist du 30 Jahre geworden, gell? 30 Jahre, aber nicht nur das, sondern er hat schon so viel geschafft. Er hat einen sehr verantwortungsvollen Job bei der Autobahnmeisterei. Ich habe gehört, dass 50 oder 60 Mitarbeiter, die du da betreuen hast. Also, wenn ihr nacheifern wollt, nehmt euch so solche Karriereziele. Wenn ihr nämlich die neue Mittelschule und die jetzt die Mittelschule Frankenfest geschafft habt, könnt ihr alles schaffen. Ja, genau, eine kleine Zeit habe ich da. Danke an die Eltern, denn Corona hat nicht nur bedeutet, dass sie ihre Kinder und eure Kinder so viel leisten mussten, sondern ihr musstet auch sehr viel leisten, zum Beispiel zu Hause bleiben, die Arbeit verlieren, in Kurzarbeit bleiben oder zu Hause auch noch sehr viel Stress mit Internetverbindungen erleben, die nicht überall so gut bestehen. Jetzt da kommt der Herr Gebel zu mir. Ich möchte dir etwas persönlich überreichen. Eine ganz riesige Schachtel. Ja, der Herr Gebel ist euer Klassenvorstand, jetzt 4 Jahre gewesen. Der hat sich zum Beispiel, das weiß ich, am Wochenende den Kopf zermattet, weil er ist voll bei der Sache gewesen, nicht nur während der Schultage, sondern auch an den Wochenenden, wenn was nicht so gut geklappt hat, ja, oder in der Klasse ein Streit war oder irgendwo das unrein gewesen ist, hat er sich den Kopf zermattet, was kann ich da beitragen als Lehrer, als Klassenvorstand, dass es alles miteinander wieder gut wird. Zeitweise habe ich gehört, ist euch das ein bisschen auf den Geist gegangen, dass da immer nachfragt, ja, was tun wir jetzt? Aber hätten wir in Österreich nur lauter solche Lehrer, die sich so viel um die Jugend antun, dann wäre es noch besser. Herr Gebel, du hast super gearbeitet, du hast sehr viel Verantwortung übernommen und mir hat zum Beispiel voll getaugt, dass du, wenn jemand krank war in deiner Klasse,
im Antrag genommen hast, oder wenn jemand im Spital liegen ist, hast du den Spital gesucht. Ja. Und deshalb kriegst du von mir auch ein kleines, großartiges Geschenk. Das ist da drinnen. Und es geht aber jetzt um dein Hobby. Was du dann nachmachst, weißt du, was dein Hobby ist. Oder hast du das auch schon so gewesen? Ja, vielleicht hat es irgendwas mit Fußball zu tun. Das stimmt genau richtig. Es geht um den Fußball-Euro da drin. So, kurze Rede ist gesagt worden. Danke für die Einladung. Danke auch an den Heimpol vergessen, Georg. Ohne Technik sind wir hilflos. Ja? Ohne Technik, ohne dich würde heute gar nichts laufen. Auch dir herzlichen Dank. Aber zum Schluss, heute begrüßt ihr die Gäste, wünscht alles Gute. Unsere Wege werden sich nie trennen, sondern wir werden uns oft begegnen. Alles Gute für eure Zukunft. Unseren Vizebürgermeister um ein paar Worte bitten. So, vielen Dank. Ich habe gehofft, dass ich vor die beiden Direktoren noch drankomme. Leider bin ich noch jetzt drankommen. Trotzdem bemühe ich mich, dass ich die richtigen Worte finde. Ich will als erstes einmal Danke sagen für die Einladung. Ich habe mich irrsinnig gefreut, wie die Sarah mir die Einladung gebracht hat. Wo ich mir auch da danke. Ja. Freue mich wirklich, dass ich heute unseren Bürgermeister da vertreten darf. Für ihn natürlich auch alles Gute an alle. Er lässt sich natürlich heute entschuldigen. Er ist jetzt ein paar Tage daheim und er war gerne da, aber leider durch seine Krankheit geht es halt nicht. Trotzdem für ihn alles Gute und ja, Grußworte für ihn. Meine Vorredner haben es angesprochen, ihr habt vieles erreicht, man sieht es. In euren Auftritten seid ihr nicht selbstsicher, seid zielbewusst, setzt eigene Argumente, eigene Ziele. Es ist unglaublich, wie weit das ihr schon seid in der vierten Klasse. Ihr habt noch viel vor euch, ihr habt ein schwieriges Jahr hinter euch, aber alles, was jetzt war, glaube ich, kann man mal hinterlassen. Man muss positiv in die Zukunft schauen und da bin ich überzeugt, dass ihr da sehr vieles erreichen könnt. Danke auch natürlich an die Lehrer, die was da irrsinnig viel alle, entgegensteuern müssen gegen die ganzen Verordnungen, was alle, verrichtet werden. An die Eltern natürlich und vor allem an unsere Jugendlichen, an die jungen Erwachsenen, die was die Zukunft für uns in Frankenfels schreiben. Und ich wünsche euch alles Gute auf euren weiteren Weg. Danke. Danke. Auch im heurigen Schuljahr gibt es wieder die Möglichkeit, durch Lesetagebücher tolle Preise zu gewinnen. Die ersten drei Plätze wird uns nun Herr Fachlehrer Gedel verkünden. In allen Klassen ist es durchgeführt worden, dass die Kinder Tagebücher gestaltet haben und da geht es darum, das ganze Jahr über mitzuschreiben bei den Büchern, die gelesen werden, was lese ich und dazu auch etwas gestalten und kreativ zu arbeiten. Und das ist heute schon am Vormittag passiert in den anderen Klassen im Rahmen des Lesetags, der die ersten beiden Stunden war. Und für die vierte Klasse haben wir uns diesen feierlichen Rahmen aufgehoben, damit jetzt da auch die drei Besten prämiert werden können. Und ich möchte jetzt gleich beginnen mit dem dritten Platz und ich bitte die Annika zu mir. Alles Gute! Ein bisschen was zum Naschen und genauso wird es auch weitergehen mit dem zweiten Platz. Und jetzt darf der Erik zu mir kommen. Gratuliere zum zweiten Platz. Und jetzt geht es wirklich dann ums Lesen. Als ersten Platz
wo ein Buch, ein Jugendbuch gesponsert wurde. Erster Platz, ich glaube fast so wie letztes Jahr, die Theresa. Gratuliere. Und ich sehe, dass ihr eigentlich schon wieder in voller Montur seid. Und es ist nicht meine Abschlussfeier, es ist eure Abschlussfeier. Ich werde euch dann auch gleich wieder weiter werken lassen. Ich möchte trotzdem kurz noch wenn ich was sagen. Beim Hereingehen waren das die 3G und ich möchte jetzt dann mit den 3D weitermachen. Ich sage jetzt nämlich erstens Danke zu allen Eltern für die reibungslose Zusammenarbeit in den 4 Jahren. Danke an alle Leute, die heute irgendwie mitgeholfen haben, dass wir diese Abschlussfeier so über die Bühne bringen. Auch mit Probenarbeit und wo die Frau Umgeher und die Frau Krickel ganz viel Zeit investiert haben. Und bis jetzt haben wir gesehen, lauter super Sachen, die rausgekommen sind. Und last but not least, danke an die 4. Klasse, an die schönen letzten 4 Jahre. Und ich kann nur sagen, ihr wart ein Hauptgrund dafür, dass man nicht fahrbar ist. Danke für das Lied und danke für die ganzen super Darbietungen, die bis jetzt gekommen sind. Und ich bin mir sicher, dass es so weitergehen wird. Vielen Dank. Viele Gedanken über unser späteres Leben machen müssen, stellt sich natürlich auch die Frage, was unser Traumberuf ist. Darum präsentieren uns nun Lene von Gruber, Lene Stuppern, Theresa Niederer, Annika Hofecker, Paul Huxsteiner und Niklas Bernold die Vorstellung ihres späteren Lebens. Eine Ballerina werde ich.
Neben unseren musikalischen Talenten gibt es auch Klassenmitglieder mit artistischen Begabungen. Darum zeigen uns nun Philipp Wachter, Julian Schiffel-Huber und Raphael Schagerl ihr Können. Konnten schweren Herzens nicht die Schule besuchen. Dennoch haben wir zahlreiche interessante Online-Meetings hinter uns gebracht. Dies möchten uns Erik Langtaler, Sarah Engstreiter, Niklas Bernold und Julian Schiffel-Huber nun demonstrieren. Wo bleibt denn der Lehrer schon wieder? Der ist ja vor einer Minute da, sei so wie. Guten Morgen. Dann schauen wir mal, wer schon alle da ist. Julian ist schon da. Guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt sind eh schon alle da. Ah nein, Niklas fehlt noch. Weiß vielleicht jemand etwas von ihm? Was willst du schon so früh? Alter, die Online-Stunde hat vielleicht schon angefangen. Nein, nicht ernst. Sag, ich hab Internetprobleme. Ich bin gleich da. Ja, mach halt nur weiter. Herr Fachlehrer, Niklas hat Internetprobleme. Er wird gleich kommen. Na gut, dann fangen wir halt mal an. Bitte schaltet eure Kameras ein. Herr Fachlehrer, es tut mir leid, ich hatte Internetprobleme. Ja, passt schon, da kann man nichts machen. Wenn dann alle da sind, schlägt bitte Seite 60/61 in eurem Buch auf. Julian, fang mal an zu lesen. Hallo, kannst du jetzt bitte lesen? Herr Fachlehrer, Julian hat in den Chat geschrieben, er hat kein Mikrofon. Ah, stimmt, Julian, du bist der, der das Mikrofon nicht geht. Der glaubt nicht mehr, dass wir Mikro nicht lesen. Dann soll Niklas bitte lesen. Herr Fachlehrer, ich weiß gerade nicht, wo wir sind. Niklas, wieso passt du schon wieder nicht auf? Nochmal für alle, wir sind auf Seite 60/61 in unserem Geschichtebuch. Kolumbus entdeckte Amerika. Das reicht jetzt! Jemand denkt schon wieder, dass er besonders witzig ist und die anderen von Lernen abhalten kann. Wir sind hier nicht im Kindergarten. Herr Fachlehrer, ich kann Sie nicht hören. Ich auch nicht. Jetzt kann mich wieder keiner verstehen. Dann hören wir halt gleich auf. Jawohl, schon wieder geschafft, dass wir gar nicht mehr Stunden haben. Okay, auf Wiedersehen. Ah, ist er kann endlich wieder weiter schlupfen. Immer unterstützt und geholfen haben, waren die Klassenelternvertreter Renate Hufecker und Irene Brunnbauer. Deshalb möchten wir euch ein kleines Dankeschön übergeben.
Auch ein großes Dankeschön geht an Frau Duder, die uns die PowerPoint mit vielen tollen Erinnerungen zusammengestellt hat. Deshalb haben wir auch für Sie ein Geschenk vorbereitet. Besondere Lehrperson, der wir vor allem in letzter Zeit auch sehr viel zu verdanken haben, sind Sie, Frau Fachlehrerin Ungeher. Deswegen möchten wir Ihnen auch ein kleines Geschenk überreichen. Nähern wir uns dem Ende unserer Abschlussfeier und es wird Zeit, Danke zu sagen. Danke für diese schöne Zeit, die wir an dieser Schule verbringen durften. In einer Zeit, in der wir viel gelernt haben, uns weiterentwickelten und Leid und Freude miteinander geteilt haben. Wir möchten Danke sagen an alle Menschen, die uns in dieser Zeit begleitet haben. Von Lehrern über Eltern bis hin zu den Schulwarten. Wir bedanken uns auch besonders bei Herrn Georg Wachter für die Technik, bei der Firma Bruckner für die Filmaufnahme und beim Team des VAG LEB. Auch wenn das letzte Jahr nicht leicht war, werden wir mit schönen Erinnerungen diese Schule verlassen. Und immer mit einem Lächeln an die Momente, die wir erlebt haben, denken. Vielen, vielen Dank für alles, was wir erleben durften. Wie mit der Frau Ungeher besprochen, dürfen wir Eltern uns kurz ins Programm schummeln. 4 Jahre Mittelschule mit Höhen und Tiefen liegen hinter euch. Und wir Eltern können wirklich stolz sein, dass ihr alle die Schulzeit gemeistert habt. Jeder auf seine eigene persönliche Art und das ist gut so. Diese Klasse hat es zum Beispiel geschafft, immer wieder neue Mitschüler rasch in die Klassengemeinschaft zu integrieren und nicht auszuschließen. Ein großes Lob dafür. Wir sind stolz auf das, was ihr bis jetzt erreicht habt, nämlich euren Abschluss der Mittelschule, der euch weitere Türen öffnen wird. Wir wollen euch deshalb nun jedem eine Wir sind stolz auf dich Medaille überreichen. Die Medaille hat einen Klettverschluss, ihr könnt sie auch besser umhängen. Und wie jede Mannschaft, jedes Team, braucht auch eine Klasse einen Coach. Wir bitten deshalb auch Sie, Herrn Wedel, zu Ihrer Klasse zu kommen. Stellvertretend für die ganze Klassenmannschaft erhalten Sie den Siegerpokal. Danke, dass Sie unsere Kinder 4 Jahre lang ausgehalten haben. Bevor wir jedoch zu unserem Abschlusslied I Will Always Remember You kommen, möchten wir unserem Herrn Fachlehrer ein Dankeschön für die letzten 4 Jahre überreichen und ihn somit zu uns bitten. Ich habe mich ausgehen.